Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Märkte im Fokus-Webinar. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Société Générale Experte für Zertifikate und Optionsscheine. Und wie jeden Montagmorgen habe ich Ralf Fayat hier, unseren unabhängigen charttechnischen Analysten. Und wir werden ja die Berichtssaison heute beleuchten, beziehungsweise wir schauen uns an, welche Unternehmen letzte Woche Zahlen berichtet haben, wie gut die waren und wie die Charts darauf reagiert haben. Natürlich gibt es auch einen Überblick über die aktuelle Lage. Das heißt, wir werden zunächst mal anschauen, welche Termine anstehen, beziehungsweise wie die Indizes die letzte Woche reagiert haben und wie hier sozusagen das aktuelle Chartbild aussieht. Bevor ich an Ralf Fayat weitergebe, ganz kurze Info von unserer Seite. Wir haben neu im Produktangebot Kapitalschutzzertifikate. Das heißt, diese bieten die Möglichkeit, Ertragschancen an den Kapitalmärkten zu nutzen. Und dabei sorgt der Kapitalschutz dafür, dass Sie bei Fälligkeit mindestens einen Mindestbetrag ausbezahlt bekommen. Das ist in der Regel 100 €. Das heißt, sie sind relativ transparent und Sie können sozusagen an dem Kurs Gewinn des Basiswertes partizipieren und haben trotzdem unten eine Kapitalschutz, ja, einen Kapitalschutz, sodass Sie ja, zumindest einen Großteil Ihres Geldes zurückbekommen. Wen es interessiert, bitte an www.sg-zertifikate.de/Kapitalschutz gehen. So, so viel von meiner Seite. Ich übergebe jetzt an Ralf und ich bin gespannt, was er uns für diese Woche vorbereitet und mitgebracht hat. Schönen guten Morgen, Ralf. Schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Morgen, Holger. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich hoffe, mein Bildschirm ist gleich Ja, man an. sieht Soll ich schon die die Stelle zu Charts. sehen? Genau. Und da darf ich wie immer einen kleinen rechtlichen Hinweis vorneweg schicken, den Disclaimer. Also diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Ja, und wie immer schauen wir auch kurz zurück, was in der vergangenen Woche die Märkte bewegt hat. Ja, wir haben von der konjunkturellen Seite nicht so viele Daten gehabt. Hierzulande die Daten zum Auftragseingang in der Industrie und zur Produktion, das war in der Summe enttäuschend. Also das Bild einer schwachen deutschen Konjunktur, das bleibt weiterhin vorherrschend, während die Konjunkturdaten in den USA überwiegend solide hereinkamen. Ja, die Indizes, die konnten zu einem großen Teil neue Rekordstände verzeichnen. Also der DAX hatte am Montag dann noch einmal ganz knapp ein neues Rekordhoch verzeichnen können. Aber wir sehen hier auf Wochensicht hat der DAX Kursindex, also nicht der Performance Index, 0,24% eingebüßt. Also die Range, das sehen wir uns nachher an, natürlich im Chart bleibt intakt, während ja die US-Indizes der S&P 500 insbesondere hier neue Rekordstände machen konnte und das Ganze dann auch etwas nachhaltiger. Also der S&P 500 konnte erstmals in seiner Geschichte die runde Marke von 5.000 knacken. Dann der Nasdaq ebenfalls mit einem neuen Rekordhoch und daher fielen die Gewinne überproportional an. Also Technologie war definitiv gesucht. Dazu schauen wir uns nachher auch eine Tabelle an. Ansonsten ja erwähnenswert CSI 300, also der chinesische Index hier recht deutlich zugelegt. Die deutlichen Vorwochenverluste konnten damit in etwa ausgeglichen werden. Hier ja, gab es eine Ankündigung, dass der Chef der Regulierungsbehörde, also praktisch das Pendant zur SEC in den USA, ausgetauscht werden soll. Und in der Vergangenheit hat sich häufig gezeigt, wenn das passiert, dann stellt sich die nachfolgende Kursentwicklung am chinesischen Aktienmarkt recht positiv dar. Wir haben ja auch schon extreme, ja, eine
extreme Diskrepanz in den Bewertungskorrelationen und auch im Performanceverlauf, insbesondere natürlich zu den US-Märkten und anderen etablierten Märkten beim chinesischen Aktienmarkt vorliegen. Also möglicherweise hier der Beginn einer bedeutenderen Gegenbewegung oder möglicherweise auch Bodenbildung. Allerdings ist zu sagen, in dieser Woche findet kein Handel statt am chinesischen Aktienmarkt. Wir haben ja die goldene Woche, also in China und auch einigen anderen asiatischen Börsen wird in dieser Woche nicht gehandelt. Ja, ansonsten die Verbraucherpreisdatenrevision am Freitag war hier so ein bisschen im Fokus. Wir hatten im vergangenen Jahr bei der entsprechenden Datenrevision eine negative Überraschung und das hat hier einige Anleger zumindest ein bisschen nervös gemacht, ob das vielleicht dieses Mal auch passiert, aber dem war nicht so. Die vorläufigen Daten, insbesondere der vergangenen Monate, was die Verbraucherpreise in den USA angeht, wurden in etwa bestätigt und das hat dann so eine kleine Erleichterungsrallye an den Aktienmärkten dann auch befördert. Ja, schauen wir uns an der Stelle dann die Sektorperformance an auf globaler Ebene und ja, wie bereits angedeutet, Technologiewerte hatten hier die Nase vorne, 3,09% auf Wochensicht und dahinter Consumer Discretionary, also die zyklischen Konsumwerte und ja, das ist also ganz klar hier Risk on. Healthcare nicht so Risk on, aber hier tut sich auch einiges, also lange hinterhergehängt, möglicherweise hier deutlicheres Aufholpotenzial im Healthcare-Sektor. Und dann sehen wir hier auf der Verliererseite Versorger und Consumer Staples, also die nicht zyklischen Konsumwerte, die Gebrauchsgüterhersteller. Und das ist dann doch ein klares Zeichen, dass hier eben die Leute an den Aktienmärkten in den Risk-On-Modus gehen, weil hier eben die defensiven Sektoren Versorger und nicht zyklischer Konsum unter Druck standen. Das wäre, sagen wir es mal so, atypisch dann für einen unmittelbar bevorstehenden großen Rückgang an den Aktienmärkten, wenn sich die Konstellation so darstellt. Ich zeige an der Stelle dann auch mal den Relationschart Consumer Discretionary in den USA, der entsprechende ETF im Verhältnis Consumer Staples. Also wenn hier die Kurve aufwärts geht, dann bedeutet das, dass die zyklischen Konsumwerte die Nase vorne haben. Und wenn es abwärts geht, wie hier bei der Topbildung hier im November, Dezember 2021, da stellte dieser Ratio-Chart ein frühes Warnsignal dafür dar, dass der nachfolgende Bärenmarkt dann eingesetzt hat. Und ja, was wir zuletzt sehen konnten, ist nach hier so einer kleinen Gipfelbildung, kam es hier zu einem Rückgang. Das heißt, da waren hier temporär eher die defensiveren Werte gesucht, also Consumer Staples. Ja, und das war für manche Marktteilnehmer ein Warnsignal dafür, dass eine deutlichere Korrektur kommen könnte. Aber hier mit dem jüngsten Schub in der Ratio, da sieht man, dass hier der entsprechende kürzerfristige Abwärtstrend gebrochen wurde und der übergeordnete Trend hier möglicherweise jetzt wieder aufgenommen wird. Wir sehen ja die 200-Tage-Linie klar ansteigend und die Kurse auch weiterhin oberhalb der 200-Tage-Linie. Also von dieser Perspektive aus betrachtet kann man sagen, wir müssten hier unter dieses Tief
nachhaltig rutschen und die knapp darunter befindliche 200-Tage-Linie, dann würde das dafür sprechen, dass wir hier möglicherweise eine mehrmonatige Korrekturphase vor uns hätten. Also das wäre dann eben Risk-Off. Aber wie gesagt, das ganz kurzfristige Geschehen ist hier eher eben Risk on und hier entsprechend stützend für die Aktienmärkte. Ja, der Russell 2000, das ist der Nebenwerteindex in den USA. Und das Interessante hier ist ja, dass der Russell 2000 ein Schwächling ist, insbesondere bezogen auf den S&P 500, den marktbreiten Index. Wir haben hier erstmalig auch die Konstellation gehabt, dass der S&P 500 neue Rekordstände feiert, während der Russell 2000 immer noch in einem Bärenmarkt unterhalb 20% des Allzeithochs notiert. Also das ganz klar ein Zeichen von schlechter Marktbreite. Die Werte im Russell 2000 gelten auch als zinssensitive. Außerdem sind viele Regionalbanken dabei und hier haben wir die Problematik mit insbesondere den Gewerbeimmobilien und möglichen Abschreibungen. Da hat mir unlängst die New York Community Bank Corp, die auf Ramsch in der vergangenen Woche dann von Moody's herabgestuft wurde. Das hat dann auch nochmal ein bisschen hier für Verunsicherung gesorgt. Aber ja, das Management hat hier fleißig Insider-Käufe getätigt und das hat dann am Freitag die Aktie auch ordentlich nach oben befördert und mit ihm mit der Aktie auch hier den Index ein wenig. Aber von der charttechnischen Perspektive muss man sagen, also wir haben die Chance, dass hier ein großer Boden komplettiert wird, aber hier dieser eine Ausbruch hat sich als Fehlausbruch entpuppt. Wir haben hier nur diese weitere wichtige Widerstandszone getestet und sind dann wieder in diese Range zurückgefallen, allerdings nicht so nachhaltig, dass das Szenario dieser größeren möglichen Bodenbildung komplett dahin wäre. Nein, wir tendierten hier seitwärts zuletzt und aus meiner Sicht haben wir jetzt hier die Konstellation vorliegen, dass wenn wir jetzt diese Hochs rausnehmen könnten, hätten wir nicht nur diese große Bodenbildung komplettiert mit der Chance, dass hier die Rekordstände beim Russell 2000 nochmal getestet werden würden. Wir hätten damit auch das Signal einer sich verbessernden Marktbreite am US-Aktienmarkt, also insofern dann auch das entsprechende Signal, dass möglicherweise hier ein Shift, ein Umschwenken, eine Rotation weg von den Big Tech Mega Caps möglicherweise eben in das Nebenwertesegment erfolgen könnte. Also die Chance ist gegeben, aber genauso muss man auch sagen, es besteht auch die Chance, dass das Ganze hier wieder in sich zusammenfällt. Wenn wir nämlich hier diese jüngsten Tiefs unterschreiten würden, dann wäre quasi der Fehlausbruch bestätigt und dann wäre hier übergeordnet weiterhin Range Trading angesagt mit der Möglichkeit, dass wir noch einmal diese Tiefs ansteuern. Wie gesagt, also da haben wir quasi jetzt eine Entscheidungssituation. Brechen wir über das letzte Hoch, sieht das Ganze recht bullisch aus, zumindest eben für die Nebenwerte und dann damit implizit auch für die Marktbreite. Oder wir fallen eben unter das letzte Reaktionstief und dann trübt sich die Sache wieder ein. Und wir haben dann weiterhin das Damoklesschwert einer äußerst schlechten Marktbreite, was ja oft ein Vorbote für eine Trendwende ist. Ja, die 10-Year Treasury Rendite, also die Rendite 10-jährige US-Staatsanleihen in einer interessanten Konstellation. Hier der Wochenchart. Wir haben im Wochenvergleich 14 Basispunkte zulegen können und wir befinden uns übergeordnet ja in einem Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend hat hier wenig überraschend nach 5 Aufwärtswellen hier eine Korrekturphase gestartet. Diese erste korrektive Abwärtswelle hat
die Kurse unter die 40-Wochen-Linie, die da 200-Tage-Linie in etwa entspricht, gedrückt. Und wir sehen, die letzten Male konnte sich hier die Renditekurve jedes Mal stabilisieren und dann hier den Aufwärtstrend aufnehmen. Also möglicherweise sehen wir das jetzt hier in den kommenden Tagen bis wenigen Wochen hier noch einmal einen deutlicheren Anstieg, wie eben in den vergangenen Malen. Wenn ich das hier rein wellentechnisch bewerten müsste, dann würde ich allerdings jetzt erwarten wollen, dass nach der laufenden Erholung dann noch einmal eine Abwärtswelle käme, die möglicherweise hier in diesen Bereich weiter eintaucht in Richtung 3,3 bis 3,6% in etwa. Dann hätten wir hier so eine klassische dreiwellige ABC-Korrektur nach diesem fünffälligen Aufwärtsimpuls gesehen. Also das wird sich jetzt hier in den nächsten Tagen bis wenigen Wochen ein bisschen herauskristallisieren, ob diese Struktur mit dem nur temporären Unterschreiten der 40-Wochen-Linie dann aufrechterhalten wird oder ob wir wirklich in eine ausgeprägtere Korrekturphase dann überschwenken. Ja, schauen wir uns die Anlegerstimmung in den USA an. Ja, wir haben hier in etwa den Anteil an bullischen Marktteilnehmern gegenüber der Vorwoche gehalten, ein minimaler Rückgang. Wir sehen aber gleichzeitig hier, dass das Bärenlager weiter deutlich geschrumpft ist. Also das ist jetzt hier schon ganz klar von der Sentiment-Perspektive ein Warnsignal. Ja, wir sind also hier bei den meisten Anlegern im Euphoriebereich. Beispielsweise der Fear and Greed Index ist auch im Greed Territorium wieder angelangt. Also hier ganz klar ein Kontraindikator. Die Sache ist also etwas mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, erstmal ist natürlich die Preiskurve relevant, ob wir hier dann wirklich eine Trendwende oder Trendwendeanzeichen sehen. Ja, die Anlegerstimmung im DAX gemessen von Animus X, da sehen wir hier ja keine große Veränderung. Was auffällig ist hier in der Erwartungshaltung, also bei der Frage, wo sehen die Anleger den DAX in Richtung 6 Monate. Da geht es weiter abwärts. Das ist hier perspektivisch ein Belastungsfaktor. Die Rückkaufneigung im Falle eines Rücksetzers ist dadurch eben reduziert. Während hier das kürzerfristige Sentiment ja letzten Endes im neutralen Bereich verharrt, aber im Vorgang hier so eine negative Divergenz zur Preiskurve hier der DAX in Grau unterlegt ausgebildet hat. Und das ist hier ähnlich eben wie bei Oszillatoren oder auch bei Marktbreiteindikatoren ein Warnsignal. Ja, ein Blick auf die Saisonalität jetzt dieses Mal mit dem S&P 500. Letzte Woche hatte ich ja den DAX mitgebracht, aber ja, das Bild ist dasselbe. Wir haben hier bis Mitte des Monats typischerweise hier nochmal einen Aufwärtsschub. Ja, also der 15. Februar ist hier so klassischerweise das Ende der Fahnenstange, bevor dann eben eine korrektive Phase in Richtung März einsetzt. Insofern könnten wir hier diese Woche noch den Rückenwind möglicherweise auskosten und dann zum Freitag hin müsste man dann doch zumindest von der saisonalen Perspektive vorsichtiger werden und da, wie eben gezeigt, auch die Sentimentdaten schon im euphorischen Bereich sind. Ja, da lässt sich hier aus der Perspektive klar sagen, ja, man sollte die Stops von Long-Positionen doch mal ein bisschen nachziehen für den Fall, dass eben hier das klassische, typische Muster ab Mitte Februar dann wieder greifen könnte. Ja, schauen wir uns die Trading-Termine für die laufende Woche an. Wir haben morgen den ZDW-Index von Interesse in den USA dann das Highlight, kann man sagen, für diese Woche, die Verbraucherpreisdaten für den Januar. Hier wird mit einem weiteren Rückgang der
Inflation gerechnet. Also das ist hier wirklich vermutlich das Highlight, auf das die Marktteilnehmer in dieser Woche am stärksten schauen werden. Möglicherweise dann am zweitwichtigsten die Einzelhandelsumsätze in den USA, die am Donnerstag dann veröffentlicht werden. Daneben haben wir hier die regionalen Einkaufsmanager-Indizes für New York, das ist der Empire State Manufacturing Index, und dann ebenfalls am Donnerstag, also dieses Mal am selben Tag, die Veröffentlichung auch des Philadelphia Fed Index. Ja, ansonsten denke ich mal von größerer Relevanz, insbesondere dann auch nochmal am Freitag, die Verbraucherstimmungsdaten der University of Michigan. Ja, und wenn wir uns die Unternehmenstermine anschauen, haben wir heute unter anderem Michelin, dann morgen ThyssenKrupp, Nucera, Cancom, TUI, ja, Coca-Cola am Dienstag, sicherlich dann von größerem Interesse, Mittwoch ThyssenKrupp, Delivery Hero, und aus dem DAX dann am Donnerstag die Zahlen von Airbus und von der Commerzbank, hier auch am Freitag noch. Ja, nicht fett dargestellt, aber natürlich ebenfalls ein DAX-Wert Sartorius zu nennen. Ja, dann gehen wir in die technische Analyse und schauen uns hier wie immer zunächst einmal den DAX im Wochenchart an. Ja, und wir sehen hier diese Seitwärtskorrektur beziehungsweise auf Basis des Wochencharts könnte man das auch als Seitwärtskonsolidierung auf hohem Niveau bezeichnen. Wir hängen hier fest an dem 127,2% Extensionsniveau, knapp drunter diese Schiebezone, nachdem wir hier dieses Hoch bei 16.529, also das alte Rekordhoch, geknackt haben. Auf der Unterseite stützt das jetzt hier nach dem Prinzip der wechselnden Polarität. Und dann haben wir noch das 23,6% Fibonacci Retracement, dieses Aufwärtsimpuls vom Oktober Tief. Ja, wir haben hier jetzt aus meiner Sicht eine durchaus konstruktive Ausgangslage. Wir haben zwar hier Doji-Kerzen, zwei Stück in Folge. Das Ganze aber hier bislang noch am oberen Ende der Konsolidierung. Und ja, es besteht ja weiterhin die Möglichkeit, dass wir hier die Hürde rausnehmen, also über 17.045, beziehungsweise das Intraday-Hoch war ja 17.049, also 17.050 gerundet im DAX, das wir hier mal kurz durchstoßen hatten, das alte Hoch, das bildet hier diesen aktuellen Widerstand. Und wenn wir da drüber klettern können, haben wir hier bei 17.254 und insbesondere dann hier, ich zoome nochmal raus, diese breitere, das wäre dann das mittelfristige Potenzial, Zielzone 17.500 etwa bis 18.000 Punkte wäre vorstellbar, falls also hier der Ausbruch in Kürze gelingen sollte. Sollte das so passieren, dann würde ich an dieser Stelle hier spätestens eben mit einer kräftigeren Korrekturphase rechnen wollen. Hier in der Zone würde sich dann auch ein interessantes Chance-Risikoprofil auf der Short-Seite ergeben mit einem engen Stop-Loss eben oberhalb dieser Zone und mit Blick auf die dann zu erwartende saisonale Schwächephase. Aber entsprechende Signale bleiben abzuwarten. Auf der Unterseite bleibt das übergeordnete Bild konstruktiv, solange hier diese Supportzone bei 16.345 bis 16.529 nicht unterschritten wird. Ja, schauen wir uns den Tageschart an, dann sehen wir das Ganze noch mal ein bisschen genauer. Also auch hier diese Seitwärtsbewegung, Verkaufsdruck ist nicht auszumachen. Also auch die schwachen Konjunkturdaten haben hier keinen Verkaufsdruck ausgelöst. Das muss man natürlich im Umkehrschluss positiv erwerten. Ändert natürlich nichts daran, dass der Markt anfällig ist für eine entsprechend schnelle Korrekturphase, falls die entsprechenden Supportmarken
gerissen werden. Und ich würde hier an der Stelle eben für eher kurzfristig orientierte Trader diese Supportzone bei 16.753 bis 16.822 Punkte herausstellen. Wenn wir hier drunter rutschen würden, dann wäre zu erwarten, dass hier mehrere Stop-Loss-Positionen getriggert würden, die dann wahrscheinlich zu einem kräftigeren Abverkauf und zu einem Test dieser dann mittelfristig kritischen Unterstützungsregion hier bei 16.345 führen könnten. Auf der Oberseite sehen wir hier eine Eindämmungslinie. Wir haben ja schon eine ältere gehabt, die hier die Preise eingedämmt hat. Man kann das Ganze natürlich noch adjustieren mit diesem neuen Hoch und käme dann hier in einem Zielbereich bei 17.182 bis 17.255 Punkte heraus mit der adjustierten Eindämmungslinie, mit dem oberen Bollinger Band auf Basis des Tagescharts und mit diesen Fibonacci-Extensionsmarken. Also das wäre hier aus meiner Sicht plausibel, wenn wir hier eben die 17.050 rausnehmen, dass wir zumindest diese Marke temporär antesten, sei es auch möglicherweise nur im Rahmen eines kurzfristigen Fehlausbruchs und dann mit einem möglichen Übergang in die saisonale Schwächephase. Ja, dann schauen wir uns als nächstes, würde ich sagen, den Dow Jones an. Und hier haben wir ebenfalls eine wichtige Hürde in unmittelbarer Nähe. Also wir befinden uns hier im Bereich eines Rekordhochs, aber hier dieser übergeordnete Aufwärtstrendkanal vom Tief im Oktober 2022 aus. Da sind wir jetzt hier im Bereich der Rückkehrlinie rot gestrichelt angekommen und hängen ein wenig fest im Rahmen einer Konsolidierung auf hohem Niveau. An der Stelle muss man natürlich klar sagen, dass neue Long-Positionen hier eher mit Vorsicht zu genießen sind, solange sich hier nicht ein nachhaltiger Ausbruch auf der Oberseite ergibt. Aber ja, mit Blick eben auf die Sentiment-Daten müsste man einem solchen Ausbruch auch nur eine relative kurze Lebensdauer unterstellen, zusprechen. Also ich würde an der Stelle hier, sollte es gelingen, diese da knapp darüber befindliche Zielzone bei 38.962 bis 39.208 per Tagesschluss zu knacken, dass es dann zu einem temporären Überschießen bis auch sicherlich psychologisch relevanten 40.000er Marke kommen könnte, dass da sozusagen ein Nachziehen entsprechend dem S&P 500 mit der 5.000er Marke, dass da der Dow Jones hier überschießt in Richtung 40.000 bis etwa 40.238 Punkte, bevor dann die Wahrscheinlichkeit für eine ausgeprägte korrektive Phase aus meiner Sicht dann doch sehr, sehr deutlich ansteigen würde. Ja, mit Blick auf die Unterseite müsste man hier eine Verletzung dieser nächsten Supportzone abwarten als Bestätigung. Also zunächst mal haben wir für ganz kurzfristig orientierte Trader, könnte man die 10-Tage-Linie hernehmen. Hier im Bereich aktuell 38.510 Punkten, sollten wir hier drunter per Tagesschluss rutschen, dann wäre ein Test der 38.107 bis etwa 38.220 Punkte zu erwarten und diese Zone wäre dann, also das Unterschreiten, das Verletzen dieser Zone wäre ein erstes prozyklisches Indiz dafür, dass wir in eine ausgeprägte Korrekturphase übergehen könnten und dass wir hier dann vermutlich mindestens diese Supportzone hier dann testen dürften bei 36.953 bis etwa 37.123 Punkte. Ja, ein Blick auf den Nasdaq 100.
hier im Tageschart, wie gesagt, ein neues Allzeithoch, also die relative Stärke setzt sich hier fort. Wir haben ja hier zuvor bereits den Ausbruch aus dieser Konsolidierung an dieser Stelle gesehen. Dann hier ein Test dieser Fibonacci-Extensionsmarke und am Freitag dann hier gleich der Spurt an die nächste Fibonacci-Extensionsmarke bei 17.997 Punkte. Wir sind nur ganz knapp drunter geblieben bei 17.988 Punkten. Also der Trend bleibt hier ganz klar intakt und auch hier haben wir natürlich die Saisonalität der Gestalt, dass bis zum 15. hier eine ganz stark unterstützende Saisonalität gegeben ist und dann eine ausgeprägte Schwächephase, zumindest eben saisonal zu erwarten ist. Und ja, wenn wir hier die 17.997 knacken können, dann wären hier diese beiden nächsten Zielzonen im Fokus. Das Ganze 18.134 bis 18.202 und dann hier im Bereich etwa 16.495, 18.533 Punkte. Also diese beiden rot markierten Zonen wären aus meiner Sicht hier Potenziale. Ja, an der Stelle muss man natürlich dann auch sagen, dass die Luft hier extrem dünn wird. Wir haben zwar eine leichte Verbreiterung der Marktbreite auch im Nasdaq gesehen jetzt die vergangenen wenigen Tage, aber ja, also mit Blick eben auf die bereits extreme Situation in den Stimmungsindikatoren und den längerfristigen Marktbreiteindikatoren muss man das Ganze ein bisschen hier mit Vorsicht begleiten. Wir haben auch ja, relevante erste ominöse Marktbreite-Signale gesehen. Also das sogenannte Hindenburg-Omen wurde beispielsweise getriggert. Wenn sich das Ganze in den kommenden Tagen noch häuft, dann, wenn wir also mehrere solche Signale sehen, dann wäre das ein deutlicheres Anzeichen dafür, dass wir in eine mittelfristige Korrekturphase zumindest übergehen. Ob dann mehr draus wird, bliebe abzuwarten. Also von der prozyklischen Seite her, wenn man hier keine Schwächeindizien an den genannten Zielzonen sieht und hierdurch dann antizyklische Hinweise auf eine Verschnaufpause oder einen deutlicheren Rücksetzer bekäme, wäre hier aus meiner Sicht jetzt entweder ein Tagesschluss unter 17.682 Punkten oder ein Intraday-Rutsch unter 17.470 Punkten. Das wären die ersten prozyklischen Indizien dafür, dass eine Korrekturphase gestartet hat, dann mit einem möglichen Ziel bei 17.129 und hier eventuell im Bereich knapp unter 17.000 Punkten. Ja, ein Blick auf Euro, US-Dollar zunächst einmal. Und hier sehen wir, ja, wie vermutet in der vergangenen Woche, ein Ausloten dieser Unterstützungszone, nachdem wir hier die 200-Tage-Linie nicht nachhaltig verteidigen konnten, war hier ein Test dieses Reaktionstiefs und der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie hier indiziert und das haben wir dann hier auch bekommen und auch Stabilisierungsanzeichen. Das Ganze war hier auch das klassische ABC-Kursziel bzw. die 100%-Projektion der ersten Abwärtswelle. Also hier durchaus eine plausible Zone für eine Stabilisierung oder Gegenbewegung. Mehr haben wir auch im Moment nicht als diese Stabilisierung. Wir sehen hier, dass die 100-Tage-Linie in Lila aktuell als Widerstand fungiert. Sollten wir hier drüber gehen, haben wir bereits in unmittelbarer Nähe weitere Hürden. Aus meiner Sicht wäre jetzt hier der Bereich um die 10840. Das müssten wir hier rausnehmen. Dieses Widerstandscluster per New Yorker Handel. Dann hätten wir so ein erstes
Indiz dafür, dass diese Schwächephase beendet sein könnte, bestätigt ja das Ganze aber erst, wenn wir diese weitere Widerstandszone knacken hier im Bereich um die 10882 bis 10931. Und an der Stelle hätten wir dann eben ein Indiz dafür, dass wir hier in Richtung hoch hier bei knapp über 1,11 nochmal laufen können. Ansonsten bleiben wir in den kommenden Tagen unterhalb dieser kritischen Widerstandszone. Ja, besteht das Risiko, dass wir hier im Rahmen einer weiteren Abwärtswelle diese bedeutende Supportzone unterschreiten und dass dann deutlicherer Verkaufsdruck aufkommt. Zwischenetappe wäre dann hier dieses Reaktionstief bei 10656, aber letzten Endes wäre hier ein Test dieser wichtigeren Unterstützungsregion bei ja, etwa 105 bis 10574 zu erwarten. Schauen wir uns vielleicht als nächstes den Euro-Bund-Future an. Also hier haben wir ein neues Tief gesehen, die entsprechend die 10-jährige Anleiherendite mit einem neuen Hoch. Und am Freitag hier diese Doji-Kerze, also der Rutsch unter diesen Support, den würde ich jetzt noch nicht als nachhaltig bezeichnen, aber ja, die korrektive Phase ist in jedem Fall intakt von dem Rallye-Hoch hier und das, ob das Ganze hier schon beendet ist oder nicht, ist schwer zu sagen. Es gibt noch keine verlässlichen Anzeichen dafür, dass sich hier das Ganze im Rahmen einer klassischen ABC-Korrektur bereits erschöpft hat. Rein theoretisch wäre das hier schon möglich mit diesem knappen Unterschreiten dieses Tiefs, aber letzten Endes hätten wir da eine, ja, eine belastbare, einen belastbareren Hinweis darauf, dass dies der Fall ist, dass also diese Korrekturphase beendet ist, hätten wir erst, wenn diese Widerstandsregion geknackt wird. Die liegt aktuell bei 135,75 bis 136,29. Wenn wir hier drüber ansteigen können, dann wäre zunächst einmal nochmal hier das Hoch bei 138,84 aktuell. Ja, solange wir hier nicht drüber ansteigen können, ist die Gefahr nicht unerheblich, dass was wir jetzt hier möglicherweise bekommen könnten kurzfristig, dass das nur eine technische Gegenbewegung ist, ja vielleicht in Richtung 20-Tage-Linie, vielleicht sogar 50-Tage-Linie, bevor dann hier noch einmal diese ja, nochmal tiefere Stände abgearbeitet werden. Hier haben wir die 200-Tage-Linie, die 100-Tage-Linie, das 61,8% Fibonacci Retracement bei 131,63 dieser impulsiven Aufwärtswelle, die hier eine, ja, das den Anschein einer klassischen Welle 3 unter Elliott-Wellen-Aspekten hat. Also insofern befinden wir uns jetzt hier in der Welle 4 und zur Aufrechterhaltung dieses Szenarios sollte diese Supportzone dann nicht unterschritten werden. Also wenn wir hier unter diese Supportzone nachhaltig rutschen würden, wäre es von da an zu favorisieren, dass wir die komplette Rallye noch einmal zurückhandeln und diese Tiefs hier noch einmal testen. Können wir uns aber hier spätestens stabilisieren und dann natürlich bestätigend über dieses Hoch ansteigen, dann könnten wir hier einen weiteren Schritt in Richtung einer größeren Bodenbildung hier vollziehen. Das wäre dann in dem Fall eine inverse Kopf-Schulter-Formation, die mit einem Anstieg über das letzte Reaktionshoch und über diese horizontale Widerstandszone bei 140,30 bestätigt würde. Dann hätten wir eben deutlicheres Potenzial, möglicherweise hier eine Gap-Schließung bei 146,74 als nächstes auf der Agenda. Aber ja, im ganz langfristigen Kontext muss man sagen, wäre das aus heutiger Sicht immer noch nur eine technische Erholung mittelfristiger Natur im Sinne eben einer ABC-Korrektur, die sich durchaus eben noch weit in dieses Jahr und möglicherweise noch in das kommende Jahr hinein erstrecken kann. Ja, schauen wir uns jetzt vielleicht Brentöl an.
Ja, wir sind hier von der saisonalen Seite jetzt durchaus unterstützt, haben aber von der preislichen Seite einiges an Hürden zu klären, bevor man hier jetzt wirklich bullisch werden könnte. Wir haben hier die 200-Tage-Linie, 100-Tage-Linie, hier dieses letzte Reaktionshoch und diese ehemalige Unterstützung und hier den Widerstand, also eine gestaffelte Widerstandszone, die vom aktuellen Niveau bis $84,51 reicht. Und erst wenn wir die knacken können, dann hätten wir so mittelfristiges Potenzial, möglicherweise eben in Richtung 92,60, vielleicht sogar in Richtung 95. Aber solange wir hier drunter bleiben, muss man das Ganze auch mittelfristig noch als neutral bewerten. Also wir könnten hier diese Schiebezone zeitlich ausdehnen, und ja, auf der Unterseite könnte man dann natürlich überlegen, hier antizyklisch die Long-Seite zu spielen bei entsprechenden Stabilisierungsanzeichen. Ich würde hier an der Stelle als erstes die 50-Tage-Linie nennen wollen, die $78,34 aktuell. Und darunter haben wir natürlich die horizontalen Unterstützungen bei 76,21, 76,52. Also sollten wir hier Stabilisierung sehen, wäre das hier antizyklisch interessant, aber eben nur für kurzfristig orientierte Trader, hier im Sinne eines Trades in der Range mit der Spekulation auf ein Testen der oberen Begrenzung. Also insgesamt ist das Ganze hier für ja, Positionstrader oder Investoren noch uninteressant, solange wir eben nicht einen nachhaltigen Ausbruch aus dieser mittlerweile mehrmonatigen Range sehen. Ja, dann schauen wir uns den Goldpreis noch an. Ja, wir sehen hier eine relativ impulslose Entwicklung, noch impulsloser als beim Öl. Also das Ganze hier hatte natürlich sehr impulsiv gestartet mit dem Start des Gaza-Konflikts bis auf ein knapp neues Rekordhoch, das aber sich als Bullenfalle zunächst einmal entpuppt hat. Und nach der Korrektur dieses Fehlausbruchs laufen wir hier seitwärts. Und die Amplitude nimmt hier sukzessive ab. Also hier geht die Dynamik flöten. Die Kursbewegungen innerhalb dieser Range sind ja doch eher dann als zufällig zu bewerten. Wir müssen uns hier gedulden, entweder einen Ausbruch auf der Oberseite zu sehen, also diese massive Widerstandsregion bis 2088 US-Dollar zu knacken. Das wäre ein erster Hoffnungsschimmer für die Goldbullen, dass es also noch einmal in Richtung Rekordhoch und möglicherweise auch drüber hinaus geht. Dann im Sinne eines Triggerns, eines langfristigen Kaufsignals mit der Überwindung dieser Kursgipfel, die hier starteten im Jahr 2020, dann 2022 und dann 2023. Ja, aus meiner Sicht, vom Sentiment her und mit Blick auf die Tatsache, dass die doch eigentlich sehr stützende Saisonalität hier noch nicht viel bewirken konnte, muss man das Ganze als doch eher negativ werten. Also das Risiko ist hier in der kurzen Frist möglicherweise eher auf der Unterseite zu suchen. Das könnte dann, je nachdem, wie sich dann die Stimmungslage entwickelt, durchaus hier antizyklische Long-Opportunitäten auf einem etwas niedrigeren Niveau offerieren. Wir haben ja hier die 200-Tage-Linie bei 1966 US-Dollar, die 100-Tage-Linie aktuell bei 1988. Das ist aus meiner Sicht eine sehr interessante Auffangregion. Sollten wir hier diesen aktuellen Support, also insbesondere diese flache Aufwärtstrendlinie hier vom Tief am 7. Januar signifikant unterschreiten, also die 2000
2020, 2015 US-Dollar unterschreiten, dann könnten wir sehr schnell hier landen. Und dann, wie gesagt, würde ich an der Stelle erstmal abwarten wollen, ob sich das Sentiment ausreichend kurzfristig abgekühlt hat, dass hier eine belastbare Bodenbildung möglich wäre. Ja, das saisonale Fenster, das optimale Fenster schließt sich dann natürlich. Das ist dann insofern nicht so positiv. Abwarten. Schauen wir uns dann die Werte an, die in der vergangenen Woche Zahlen gebracht haben. Ich nehme da insbesondere zunächst einmal die DAX-Werte, also die Siemens-Aktie. Ist ja ein Schwergewicht. Wir haben hier an der Stelle mal ein Rekordhoch verbucht, das nicht nachhaltig war, dann eine ausgeprägte Korrekturphase durchlaufen, dann nochmal ein neues Rekordhoch, das nicht nachhaltig war. Ja, letzten Endes diente das dem Test dieser Eindämmungslinie entlang der alten Rekordstände hier. Und was wir jetzt zuletzt gesehen haben im Rahmen der Veröffentlichung der Quartalszahlen, ist so ein, ja, ein wide-ranging Day bei ordentlich Handelsvolumen, hat aber an der Stelle jetzt nicht per Tagesschluss zumindest nicht zu einem Triggern eines Signals geführt. Dieser Rücksetzer hier am Freitag war bedingt durch die Ausschüttung der Dividende. Ohne Dividendenausschüttung wäre die Aktie deutlicher im Plus gewesen. Aber hätte auch an der Charttechnik jetzt hier nichts geändert. Wir sind hier aktuell neutral zwischen 174 und 163,30. Und aus meiner Sicht könnte hier ein Tagesschluss aus dieser Range ein interessantes prozyklisches Signal liefern. Also wenn wir hier auf der Oberseite ausbrechen, dann entsprechend eine Bestätigung der Aufwärtstrends in allen Zeitebenen und dann insbesondere hier in Richtung 179, 180, 184, 185. Das wären so nächste Extensionsziele. Sollten wir hingegen hier drunter rutschen unter dieses Tief, das ist ja auch hier ein Hammer, und das Ganze über der 50-Tage-Linie in Schwarz dargestellt. Das würde vermutlich jetzt hier ja, Gewinnmitnahmen zur Folge haben, die dann für Verkaufsdruck in Richtung zunächst 157, 78 vielleicht, aber auch noch eine Etage tiefer hier in Richtung des 38,2% Fibonacci Retracements und der steigenden 200 und 100 Tage Linie führen könnten. Also das wäre dann hier unter mittelfristigen Aspekten recht interessant, hier in dieser Zone dann auf der Long-Seite zu agieren bei entsprechenden Stabilisierungsanzeichen. Und wie gesagt, ja, prozyklisch wäre hier ein Ausbruch per Tagesschluss abzuwarten. Ja, Siemens Energy hatte auch Zahlen. Also schauen wir uns hier diese zeitweise kräftig abgestürzte Aktie an. Also hier seit dem IPO einmal Rallye, einmal Bärenmarkt und jetzt hier eine kräftige Erholung nach diesem jüngsten Kurseinbruch. Aber wir sehen hier schon, wir haben hier die Problematik der fallenden 200-Tage-Linie hier in Blau, die aktuell die Kursavancen deckelt. Also hier haben wir ein Problem auf der Long-Seite, was Chance-Risiko-Profil angeht. An der Stelle, wenn man hier Long ist, würde ich an der Stelle dann doch hier die Stops engmaschig nachziehen und neue Long-Engagements nur in die Kursschwäche hinein. Und da wäre hier ein mögliches Schließen dieser Kurslücke von Interesse, 12,73 Euro bis 13,18 Euro. Wenn wir da hier noch einmal einen Dip sehen und uns per Tagesschluss drüber halten können, vielleicht hier intraday die 50-Tage-Linie testen. Aktuell befindet sich die bei 12,22 Euro. Das könnte dann nochmal interessant werden, aber an der Stelle müssen wir uns dann auch wirklich drüber halten, hier über der 50-Tage-Linie und idealerweise per Schlusskurs über der Kurslücke und dann nachfolgend eben die 200-Tage-Linie knacken. Ansonsten droht letzten Endes eine Fortsetzung dieser übergeordneten Kursschwäche. Der übergeordnete Abwärtstrend ist ja hier weiterhin intakt.
Und wenn man jetzt hier eine Fortsetzung der Erholung spielen möchte, dann wäre perspektivisch nach dem Abarbeiten der 200-Tage-Linie hier vor allem der Bereich 16,36 Euro bis 17,78 Euro eine potenzielle Ziel- und Erholungszone. Und ja, insofern, um ein interessantes Chance-Risikoprofil zu erhalten, müssen wir hier einen Dip abwarten und dann antizyklisch agieren, um hier eben ein akzeptables Chance-Risikoprofil von mindestens 2:1 oder besser zu erhalten. Ja, dann schauen wir uns vielleicht die Aktie der Deutschen Börse an. Das ist hier an der Stelle. Also hier haben wir von der charttechnischen Perspektive zugegebenermaßen keine Impulse von den Zahlen bekommen. Die Aktie bleibt aber in ihrem Aufwärtstrend und letzten Endes in einer Korrekturphase dieses Aufwärtstrends. Und da ist aus meiner Sicht jetzt hier die Entscheidung noch nicht gefallen, ob wir hier noch eine weitere korrektive Abwärtswelle im Sinne einer ABC-Korrektur bekämen und dann hier auf einem etwas tieferen Niveau möglicherweise nochmal antizyklische Longchancen bekämen. Da wäre hier natürlich insbesondere so der Bereich ja, 175, 176 interessant, falls diese Supportzone hier aktuell nicht hält, also der Bereich 182, 183 ja, bis 184 Euro. Diese breite Supportzone ist aus meiner Sicht jetzt hier kritisch, rutscht mit runter, würde das eben hier für eine zweite impulsive Abwärtswelle sprechen. Der übergeordnete Aufwärtstrend wäre dadurch aus aktueller Sicht nicht in Zweifel gezogen, aber ja, an der Stelle müsste man auf dem niedrigeren Niveau, was jetzt das, was die Chance angeht, zunächst einmal nur mit einem Retest dann des Hochs planen, also einem Wiedersehen des Rekordhochs hier bei 190,65 Euro. Sollten wir hier diese Supportzone hingegen verteidigen können und vorgeschaltet über die 190,65 Euro per Tagesschluss ansteigen können, dann wäre tatsächlich nochmal eine unmittelbare Ausdehnung der Rallye zu favorisieren. Dann könnten wir hier in Richtung 195, eventuell 198 bis 200 Euro ansteigen. Da haben wir dann hier diese Eindämmungslinie und mehrere Fibonacci-Zielmarken. So, dann schauen wir uns vielleicht ein paar Werte zunächst einmal an aus den USA. Walt Disney hat hier ganz klar positiv überrascht. Ja, die Aktie übergeordnet schwächelt seit geraumer Zeit, war also ein, ja, ich glaube sogar schwächster Wert im Dow im vergangenen Jahr. Jetzt sehen wir hier aber eine, ja, zunächst einmal eine Bodenbildung hier in Gestalt eines Doppelbodens, eine impulsive Rallye über die 200-Tage-Linie hier in Blau dargestellt, dann eine Korrekturphase. Und hier dann ein Golden Cross, 50-Tage-Linie mit der 200-Tage-Linie und beide Linien drehen hier jetzt nach oben. Und hier hat dann die Aktie Schwung aufgenommen mit den Zahlen, eine bullische Aufwärtslücke getriggert. Aber ja, wenn wir uns das Ganze jetzt hier im längerfristigen Kontext anschauen, sind wir jetzt nicht mehr weit entfernt von dieser Ziel- und Widerstandsregion, $115,27 bis $119,48. Das ist hier das ja, aktivierte potenzielle Kursziel. Wir sehen hier die zumindest im aktuell im linearen Chart die primäre Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch knapp darunter. Also das Ganze, die kritische Widerstandszone verbreitert sich damit natürlich sukzessive in den kommenden Tagen. Letzten Endes
müsste man hier einen nachhaltigen Anstieg per Tagesschluss über 119,48 Dollar abwarten, um dann ein Anschlusskaufsignal zu bekommen. Hier hätten wir dann allerdings auch ein ja, eher mäßiges Chance- oder Risikoprofil mit einem nächsten Ziel bei 126 bis 127,79 Dollar. Da haben wir eine Abwärtslücke und dieses Reaktionshoch sowie das 38,2 Fibonacci-Retracement der gesamten Bears. Insofern wäre es natürlich für Anleger, die an einer Long-Position interessiert sind, eher interessant, in Kursschwäche hinein zu agieren. Und da bietet sich natürlich hier an, dass hier ein mögliches teilweises Schließen der Kurslücke, die bis 99,28 Dollar reicht. Das könnte dann natürlich hier genutzt werden. Also ein Tagesschluss drunter sollte allerdings auf keinen Fall mehr erfolgen, denn sonst wäre hier das Szenario einer Ausbruchslücke. Denn wenn wir einen Tagesschluss über der Unterkante bekämen, dann wäre dieser Ausbruch als Fehlausbruch zu werten mit entsprechenden bärischen Implikationen, so dass man dann hier engmaschig einen Stop-Loss drunter setzen kann, das per Tagesschluss oder Intraday hier unterhalb des Konsolidierungstiefs bei 95,81 Dollar. Und sollte es eben so kommen, dass wir hier eine Verschnaufpause bekommen, einen Dip in Richtung dieser Kurslücke, dann wäre weiterhin eben das hier das anzuvisierende Kursziel bei der Berechnung des Chancen-Risiko-Profils. Ob sich dann daraus hier letzten Endes eine große Bodenbildung entwickelt, bleibt abzuwarten, aber aus meiner Sicht besteht eine ganz passable Chance, dass es so kommt. Wenn wir hier also an dieser wichtigen Ziel- und Widerstandsregion abprallen würden, dann könnte man hier möglicherweise sowas in Richtung einer größeren inversen Kopfschulter könnte man ja, beobachten, ob das so kommt oder nicht. Das lässt sich natürlich an der Stelle hier noch nicht prognostizieren, aber das übergeordnete Bild hier im Sinne eines Nachlassens der Schwungkraft bei den neuen Verlaufstiefs hier spricht dafür, dass sich der übergeordnete Verkaufsdruck hier erschöpft haben könnte. Man könnte hier das Ganze auch als bullischen Keil sehen und hätte dann auch entsprechend hier in dem Bereich des Hochs bei knapp über 126 US-Dollar ein mögliches Kursziel. Ja, schauen wir uns vielleicht die Aktie von Cloudflare an. Also kein Megacap, aber doch auch hier mit einem recht schönen Chartbild nach diesem kräftigen Abverkauf hier. Also da haben wir eine Hosse gesehen bis 221 Dollar, dann hier ein Kurseinbruch und dann hier eine ausgeprägte Bodenbildung und hier zuletzt eine Seitwärtskonsolidierung und mit den Zahlen dann hier, beziehungsweise um es genau zu sagen, schon vor den Zahlen hier einen Ausbruch. Weiß ich nicht, ob da möglicherweise ein paar Insider tätig waren, aber die Reaktion auf die Zahlen kam hier erst am folgenden Tag mit einer bullischen Kurslücke. Aktuell kann man hier ebenfalls quasi von der Strategie her antizyklische Long-Positionen in Kursschwäche erwägen, solange hier die Kurslücke bei 91,08 Dollar nicht nachhaltig per Tagesschluss unterschritten wird, also in Kursschwäche hinein. Die Trendindikation ist hier jedenfalls in allen Zeitebenen klar bullisch und als potenzielle nächste Kursziele fungieren hier diese Hürden bei 122,52 Dollar und 132,45 Dollar. Die Marke, die letztgenannte, ist dann natürlich auch im übergeordneten Kontext bedeutsam. Da könnte, wenn wir da drüber gehen, sich das Chartbild nochmal weiter aufhellen und wir hier weiter vorstoßen in Richtung, ja, zunächst mal 145 und dann vielleicht sogar in Richtung 170, 178. Ja, auf der Unterseite, wie gesagt, die Kurslücke von kurzfristig entscheidender Bedeutung, dass wir hier nicht nachhaltig drunter rutschen. In jedem Fall
wäre hier die Reißleine zu ziehen, wenn das Konsolidierungstief bei 78,14 Dollar unterschritten würde, dann wäre hier eine deutliche Eintrübung des Chartbilds festzustellen. Ja, vielleicht kann ich noch einen Wert unterbringen. Nehmen wir noch die Nemetschek. Und ja, hier sehen wir einen schönen Aufwärtstrend. Die Rückkehrlinie des Trendkanals konnten wir zuletzt rausnehmen, was natürlich positiv zu sehen ist. Und ich zoome noch ein bisschen aus. Also da hat man Rekordhoch bei 116,15, dann die Bass und seither ein intakter Aufwärtstrend nach dieser mehrmonatigen Bodenbildung. Und mit den Zahlen hier der Ausbruch aus dieser Range an der oberen Kanallinie und hier also das Ganze sehr positiv zu sehen, der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt und potenzielle nächste Kursziele im Bereich 94,78 Euro und dann darüber hätten wir diese wichtige Ziel- und Widerstandszone bei etwa 97 bis 101,35 Euro. Da haben wir diese Abwärtslücke und Fibonacci Retracements und darüber könnte man eben schon wieder in Richtung hier der Hausehochs bei 116 Euro spekulieren. Auf der Unterseite sollte hier das Reaktionstief nicht mehr unterschritten werden. Also für Stop-Loss würde sich hier der Bereich unter 82 Dollar, 82,22 Euro anbieten. Idealerweise sollte im Rahmen eines Pullbacks aber hier diese Unterstützungsregion bei 87, 88 Euro bereits ja, auf Nachfrage da treffen. Ja, das wär's von meiner Seite. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche eine erfolgreiche Handelswoche und hoffe, dass wir uns in der nächsten Woche dann wieder zur nächsten Folge Märkte im Fokus wieder zusammenfinden. Genau, nächste Woche wird es noch wieder Wunschwerte geben. Ansonsten, wenn Sie mehr Charttechnik sehen wollen, dann kommen Sie doch auch am Mittwoch um 19 Uhr in unser Webinar SG Active Trading. Dort habe ich die Prime Quants diesmal. Sebastian Hoffmann und Birgit Klein werden den Markt noch genauer unter die charttechnische Lupe nehmen, wie heute auch. Und ich bin gespannt, was die Kollegen dann mitbringen. Ansonsten, gute Handelswoche von meiner Seite. Ralf, alles Gute für dich. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.